Ein Hirsch! Hirsch! Dich töte ich! Oh. Guten Tag. Willkommen zurück zu 7Ds. 7 Hirsch. To die. 7 Hirsch to die. Alter, hast du Jesus getroffen? Hä? Warum? Warte, kurz aufnehmen. Bitte F. Oh. Der. Achso, siehst du auch. Ja, ja. Manu, guck mal, der Hirsch. Es ist ein Geschenk Gottes. Schau rein in den Hirsch. Komm her, schnell, bevor er die spawnt. Ja, genau. Als ob. Der Hirsch ist gerade despawned in der Sekunde. Ich habe ihn gerade nochmal angeklickt. Gott sei Dank. So. Kannst du mal bitte kurz gucken, wie man Blueberry Pie macht? Nein, weil ich keine Blaubeeren hab. Brauchst du auch nicht, du brauchst nur Pulverzeug. Hier, guck mal. Da ist ein Hirsch. Komm mal. Hier, ich hab schon rausgeworfen. Komm mal. Ich hab keinen Platz im Inventar. Alter, was? Was? Ja, mein Inventar ist voll bis zum Rand. Ich sehe keinen Blaubeeren. Ich hab keinen Platz dafür. Direkt unter mir, am Arsch. Nein, dieses Material, dieses Seed. Ich seh's nicht. Hä? Ja, da. Blaubeeren Seed, ja, sehe ich. Oh, es wird fast dunkel, ne? Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich gerade mich in dem Haus verbarrikadieren. Dann kannst du ja die ganze Nacht gucken. Genau. Verbringe ich da die ganze Nacht nur, um Blueberry Seed zu verarbeiten. Ja, komm hoch. Hoch? Ja, ins obere Stockwerk vom Haus. Ach so. So, Mensch, did it. Ich habe sogar noch Stein mitgenommen, ne, falls wir uns verbarrikadieren wollen. Die brauchen wir ja nicht. Die kommen ja nicht hoch. Zipf einfach hoch, dann kann ich die Treppe wegschlagen. Hallo. Obwohl, kann ich. Hä, was ist denn hier? Voll verbuggt. Ja, ja, weiß ich. Ich habe hier schon mal drin gewohnt in so einem Haus, was genau gleich aussah. Das ist einfach verbuggter Boden, den kann man nicht mal abbauen. Ich fühle mich aber nicht unbedingt sicher. Wie gesagt, ich habe hier schon mal drin gewohnt und da war es sicher. Aber es ist der 7. Tag. Der 7. Tag! Da, du kannst hier vom Bett aus auf den Balken hüpfen. Dann klettern wir jetzt aufs Dach hoch. Geil. Ja. Hallo. Hi. Ja, ich hab Angst. Ich hab da schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich zugeben. Ich hab das aber genauso schon mal. Ja. Es ist noch nicht schnell Zombie-Zeit. Ach, du hast mich ausgesperrt. Ja, klar. Nicht nur dich, die sondern. Zombies auch ignorieren die mich scheinbar gerade. Ah, ne, da sind sie. Hallo. Fotze, lass ihn in Ruhe. Schieß noch auf mich. Geht das? Ja. PvP ist an, immer noch. Haben wir doch schon im ersten Part gelernt. Nee, warum? Jetzt bau noch die Leitern ab. Weil, guck, jetzt baut ihr alle Leitern ab, bis ihr da hochkommt. Ist ein Spast. Manu. Ich wollte da dran vorbei. Egal, dann mach erst mal. Du schiebst mich die ganze Zeit rum. Geil, ne? Ja. Voll dein Fetisch. So, meine Axt ist zerbrochen und der letzte Block auch. So. Die eine Beere brauchte man doch. Ey, das wird ein bisschen falsch angezeigt, habe ich das Gefühl. Okay. Cool. Kann ich einen Campfire machen? Nicht mehr gucken, wie ich's gefühlte. Ne. Ah, ich kann nichts Neues craften. Ich auch nicht. Was machen wir jetzt? Wir wohnen hier auf unserem neuen Haus. Meine Schrotflinte ist kaputt. Das war natürlich klug. Nee, meine Schrot ist noch da. Ich verschieß mal meine ganze Muni. Okay. Stats hochfarben oder was? Sehr kluge Aktion. Ja, genau. Warte mal, wie viele haben wir denn? Oh, geht ja sogar. Gar nicht gedacht, dass du so viele getötet hast. Ich habe auch nicht. Ja, ich immer, wenn so ganz viele auf einem Fleck waren, habe ich alle umgeballert. Brutale Killerspiele. Ja. Was sonst? Die anderen machen ja keinen Spaß, ne? Ja. Das ist keine Action. Ah, ich glaube, die stürzen runter, wenn ich drüber laufe, ne? Noch nicht mal. Kann ich mir mittlerweile bei diesem Spiel vorstellen, ja? Was, weil Metall schon mal runtergefallen ist, nur weil du drüber gelaufen bist?
Nein, weil der Kühlschrank da zum Einstürzen gebracht hat. Ja gut. Weißt du nicht mehr. Das war so dumm, ey. Ja, ob körperliches Gewicht gezählt wird, ist immer noch eine andere Frage. Ja klar, muss ja. Muss doch. Im ersten Part hat man das doch zweimal gesehen, wie ich da runtergebrettert bin. Das ist ja körperliches Gewicht sozusagen. Ich bin über den Stuhl und dann über die Holzblöcke hochgekommen, ne? Wenn du zu mir über möchtest. Über den Stuhl? Ja. So, hier. Hä? Über die Holzblöcke? Ach so, andere Seite. Da. Ja, nee, schon klar, welche du meinst, aber ich dachte da... Oder von dem Zaun aus oder so. Ja, wenn dann von dem Zaun. Mach dir noch falsche Angaben, ey. Sorry. Genau, schießt dir noch selber den Boden weg. Habe ich schon mal gemacht. Wie die da hinten nicht durchkommen, ey. Ja, zu dumm, um durch den Durchgang zu laufen. Ja, aber ist klar, weil die Zombie-Leichen davor stehen. Daran liegt's. Haben wir die Zombies perfekt getötet. Gute Arbeit, Manu. Hast du gut gemacht. Ja, kein Problem. Fuck. Ich habe keine Schrotflintenmuni mehr. Aber ich habe ja noch das MG. Und Pistolenmuni. Oh ja. Ah. Oh, hinter dir. Oh. Was ist los? Voll gerettet. Ja, ja, genau. Hinter dir war ein Zombie. Weil die mich auch direkt töten. Ja klar. Die 5 Stück, die hier im Haus rumrennen. Jetzt sterb aber bitte nicht. Warum? Verliere doch nur ein bisschen Zeug, wenn ich sterbe. Ja, dann spring ich auch runter, heb alles auf und verliere alles. Bleib mit dem Kopf in der Decke stecken. Ach so, weil die auf anderen Zombies draufstehen. Okay. Was? Echt? Ja, die standen auf anderen Zombies drauf und haben sich gegenseitig blockiert. Ich bin aber außenrum jetzt gerannt. Ja. Nehm mal kurz, von jetzt trifft man hier nicht wirklich. Ich nehm mal die Killer der Pain. Max Pain. Killer 3. Die Killer der Pain. Ah. Na! Was wollt ihr denn hier? Mach nur. Oh, still. Ah, nein! Du erinnerst mich ein bisschen an Lara Croft, fällt mir gerade so auf. Ich bin Lara Croft. Echt? Faker. Ja, hab ich reingecheatet. Lara Croft Hack. Oh. Da kam gerade einer rein. Ich habe keine Muni mehr für die Pistole, nice. Ich ziele mir zwischen meine Beine. Dann nehmen wir mal das Maschinengewehr. Geh mal runter, guten Tag. Der ballerte. Rambo. Oh, da bist gar nicht, du bist ein Zombie. Ja. Also kein Zombie, sondern ein Zombie. Hihi. Kann ich nichts Neues basteln? Ist ja voll lame. Gardening Hoe, wow. Shovel. Toll, hier ist ja gar nichts. Oh, ein Kochtopf. Woodfarm Fans. Alter, wie still das hier ist, ne? Jetzt echt einfach alles ausgelöscht. Wir sind total die Killer. Die heißen sogar Cool Torch. Boah, ist hier viel Wasser. Ich find's doof, dass die Objekte, die gleich aussehen, unterschiedlich heißen. Ja. Das habe ich schon ausgeräumt eigentlich. Hä? Hier ist doch Essen drin, trinken. Du kannst ja gut ausräumen, Hammer. Dann war da aber nicht mehr viel. Doch, voll viel Wasser. Bestimmt 15 Stück. Ja, was habe ich? Mein Inventar ist voll. What the fuck? Ich nehme doch nicht jedes Wasser mit, was ich sehe. Doch, für Brot. Oh, hallo. Oh, hallo? Alter, ist jetzt echt nichts mehr los? Na, sterben will ich jetzt auch nicht. Komm einfach runter, hier ist nichts los. Und dann brachen die Zombies über uns herein. Und wir haben den 8. Tag. Ja. Yeah, der 8. Tag. Und wir leben noch. Warum heißt das Spiel denn so? Ich verstehe das nicht. Ist zu kompliziert für Manuel. Ja. So. Ich höre wieder ein paar... Aua! Alter! Komm mit runter, habe Action mit mir! Ja, ja, ich tue gerade nur schon, welches Zeug ich mitnehme und welches nicht. Und mir scheint alles wichtiger als mein Essen zu sein. Ja gut. Wichtiger als dein Leben? Esse ich den Kuchen jetzt noch. Oh, na, was macht ihr denn da?
Auf Richtung nach Hause. Okay. Oder wir laufen Richtung Westen und schauen mal das Feldbiom an. Jetzt in der Nacht? Ja, ich hab Wasser. Wasser? Wasser. Hä? What the fuck? Wurde ich gerade angeballert von dir? Nein. Ich hab meinem durch einen Schlag irgendwie fast die Hälfte Leben verloren. Ja, die dicken, großen Zombies machen viel Schaden. Okay, geh nicht ins Wasser. Nee, hatte ich auch nicht vor. Pro-Tipp. Nee, wegen der Tatsache, dass Zombies im Wasser schneller sind als du. Oh. So, jetzt habe ich keine Muni mehr. Lass mich doch mal leben! Oh. Fuck! Ich sterb hier voll. Okay. Und ich kann... Er nimmt keinen Painkiller. Ah, jetzt. Okay. Ich hab hier einen vergessen, dass du mit Rechtsklick machen musst. Ich kuschel hier mit einem Hirsch. Ah, viel Spaß. Oh, wie viele da kommen. Ach, die 500 da. Und jetzt alle... Alter! Du läufst übrigens noch geduckt. Was? Echt? Ja. Okay. Bin ich halt Gollum? German Let's Gollum. Oh Gott, es ist dunkel hier. Hat die Nacht so an sich, ne? Aber... Es gibt auch Spiele, bei denen merkt man nicht mal, dass Nacht ist. Bieten hier strikt. Bam, bam, bam. Bam! Mein Gesicht. Sterb! Huch. Du böses Monster. Schießt du auch nochmal drauf. Am besten mit Shotguns, so richtig brutal. Da! Oh, das ist ein fieser Fettsack. Der dürfte mich nicht schlagen. LOL! LOL! Tankstelle in die Luft gejagt! Ey! Komm ich da jetzt irgendwie... Ah, warte! Die Explosion ist nochmal losgegangen, als ich hingelaufen bin. LOL! Bist du tot? Ja, ja. Das Auto und die Fässer standen auf einmal wieder da und als ich da bin, sind die nochmal explodiert. Press Enter to join. Ich seh deine Items. Ja, aber nur eine Pistole, glaube ich. Und Wasser. What the fuck? Lass mich leben! Ich sprint nochmal zu dir los. Ja, unser Haus ist noch im 1A-Zustand. Ja, dachte mir schon. Ein Fass hast du nur übersehen. Das kann ich jetzt mal eben anballern und nutzen, um alle zu töten. Angeblich kann man irgendwo Suicide Alter. Machen und dann ist er an Spawnpunkt gesetzt. Escape. Da steht das Suicide. Okay. Ja, aber du wirst wahrscheinlich auch sterben, also. Ja, klar. Bei Suicide stirbt man normalerweise. Ja, und hier kriegt man scheinbar aber auch noch dazu eben Spawnpunkt dann. Ist das krass hier. Hier waren so viele Zombies. Da springt er erstmal alles in die Luft, ey. Und sich dann selber noch. Du hättest wahrscheinlich irgendwie so ein Zeitloch hervorgerufen. Genau. Dann hat sie alles nochmal wiederholt. Ich will dir nur ein bisschen Stoff. Jetzt droppt Fuck. Das Scheiß, den ich kaputt hau, keinen Stoff. Ich will nur ein bisschen Stoff. Bitte, Mann. Oh, eine Waffe. Ich geb dir alles. Ich geb dir mein Kind. Ja gut, ich lauf da mal wieder zu dir hin, ne? Ja, wo bin ich denn? Ich will aber auch ich will die Tankstelle auch sehen. Hier ist nix. Ja, die ist explodiert. Ja, wow. Manu. Hast du Stoff dabei, dass du einen Schlafsack machen kannst? Ja, schon. Ja, leg einen hin bei der Tankstelle. Fertig. Sag, wenn du hast. Barbet, weil ich verstehe gerade gar nicht. Ganz oben, Sleeping also, Bag. Ich habe zwei, nee, reicht nicht. 7 Stoff brauchst reicht du nur. Nicht. Ich habe 2. Aber ich glaube, hier sind, nee, sind's auch nicht. Scheiße, hier gibt's keine Vorhänge. Nee, kannst du knicken, hier gibt's keine Vorhänge. Nee, ich sterb beim Laufen. Blau. Ah! Der hat mich angehittet.
Oh, Hilfe! Die Zombies haben mich übertötet. Warum sammle ich überhaupt Stoff? Ich habe 30 Stoff dabei, weißt du? Und dann sammle ich Stoff, um mir im Schlafsack zu bauen. Oh! Da kommt man hoch. Lol. Da war ein Dingens auf dem Dach, ein Zombie auf dem Dach. Krass. Ich auch Wasser dabei. Kann ich auch sprinten. Und ein Fass. Ich nehme das Fass jetzt mit. Aber ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Hier sind noch überall Fässer. What the hell, man? What the hell? Ich sprint mal in deine Richtung. Okay. Machen wir noch ein bisschen Brot. Da hat er keine Vorhänge. Was ein Opfer. Echt, ey. Keine Freunde, so, der Junge. Wie lange habe ich noch? Kannst ja... Vorbei. Kannst, dann gleich alleine Saints Row spielen. Oh, Vorhänge. Okay. 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.